Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist aktuell Donnerstag und ich bin heute hochmotiviert, habe schon Wäsche gewaschen, die Küche abgeputzt und komischerweise bis jetzt nur ein Fertigmüsli gegessen mit Joghurt. Ich kriege jetzt aber tierisch Hunger und werde mir jetzt nochmal so eine Art zweites Frühstück machen. Ich habe auch schon ein Aufgebraucht-Video gedreht. Hier könnt ihr mal kurz einen kleinen Einblick bekommen. Das ist nämlich das Video, was online kommen wird, so als Backup-Video, sobald ich im Krankenhaus bin. Ich möchte ja nach der Geburt 3, 4 Tage auf jeden Fall da bleiben. Einfach, ja, vielleicht 4 Tage nicht, aber 3, um die Unterstützung noch mitnehmen zu können und so weiter und so fort. Und einfach, dass in der Zeit, ja, nicht jetzt 2 Wochen nichts kommt. Und ich, wenn ich mit der Kleinen komme, glaube ich auch nicht, dass ich sofort weiter drehen kann. Ich möchte es gern versuchen, bin mir aber nicht sicher. Ja, deswegen habe ich ein kleines Backup-Video bis jetzt und das werde ich jetzt gleich auch bearbeiten. Wie gesagt, erstmal werde ich essen, dazu eine Folge Gemoggelt schauen und dann werde ich das schon mal bearbeiten und schon mal auf geplant in 2, 3 Wochen hochstellen oder so. Heute aktuell sind es theoretisch noch 10 Tage bis errechnetem Geburtstermin. Ich bin schon sehr gespannt, wann sich unsere Kleine auf den Weg macht. Ich habe eigentlich momentan gar keine Anzeichen, ich habe das Gefühl, es macht sich jetzt gar nichts. Ich habe aber gestern im Krankenhaus bei einer Untersuchung halt erfahren, sollte ich übertragen, also über den Termin hinausgehen, normalerweise wartet man 10 bis 14 Tage, also oder kann man warten bis zur Einleitung, sollte sich nichts von alleine tun. Aber in meinem Fall durch die Schwangerschaftsdiabetes, die diagnostiziert wurde, würde man spätestens nach 7 Tagen einleiten. Das heißt, heute in spätestens 17 Tagen werde ich Mama sein, das ist unglaublich. Und ich habe mir fest vorgenommen, sollte es mir soweit okay gehen wie heute, möchte ich eigentlich jetzt so eine Art, also nicht ab heute, aber ab nächster Woche, ab Montag oder so, eine Art Countdown-Vlog, Daily-Vlog starten. Denn, ja, dass man so die letzten Tage vor Geburt einfach, ja, dass ihr das mitverfolgen könnt, dass wir das als Erinnerung haben. Und das ist so mein Plan. Ob es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich nicht. Könnte auch heute Abend plötzlich losgehen, dann hat sich das jetzt eh erledigt. Ja, aber so viel dazu und zu dem Update. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal froh, dass ich das habe, denn eigentlich wollte ich die Kliniktasche so als Backup-Video haben, aber es macht ja keinen Sinn. Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tipps geben. Deswegen werde ich das, glaube ich, heute hochladen und online stellen. Ja, das werdet ihr dann wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben, also die, die es interessiert zumindest. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch auf jeden Fall wieder ein bisschen mit durch meinen Tag und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Also wir haben jetzt doch umdisponiert. Robert sagt gerade, essen wir gleich. Ich wollte nämlich gerade ja mein zweites Frühstück machen. Ja, er hat also auch schon Hunger und es ist auch, glaube ich, schon fast Mittagszeit. Deswegen werden wir jetzt einmal Mittag essen. Das Geniale ist, wir haben halt gestern schon Hackbraten gemacht und davon ist halt noch ein bisschen was übrig. Richtig genial. Und Kartoffelpüree hatte Robert auch schon vorbereitet gehabt, soweit es ging. Und ich mache jetzt noch schnell den Gurkensalat. Hatten wir gestern nämlich auch dazu, das war total lecker. Ja, den werde ich jetzt machen und dann essen wir jetzt erstmal Mittag. Salat, der schnellste überhaupt, fertig und ihr habt es gerade gehört, Mikrowelle ist auch fertig. Ja, das ist übrigens unser Hackbraten, yummy, 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 mit Kartoffelpü. Achso, und was ich noch erzählen wollte, ich habe ja letztens einen Livestream gemacht bei Instagram und dann ist Robert ein Unglück geschehen. Ne, Schatz? Ja. Zeig mal deine Hand. Die muss er halt ruhig halten.
immer so nach oben halten und so. Er hat sich richtig, richtig böse während des Livestreams im Hintergrund quasi in die Hand geschnitten. Auch tief, es musste genäht werden. Wir sind dann ins Spital gefahren. Ich hatte erst Schiss, als die Ärztin meinte, sie müsste nochmal richtig gucken, ob der nicht so tief drin ist, dass er zum Beispiel Nerven getrennt hat oder Sehnen oder bis zum Knochen oder sowas durch. Dann hätte der definitiv operiert werden müssen. Da hatte ich ein bisschen Schiss, aber nochmal Glück im Unglück gehabt. Ja, jetzt muss er halt die Hand ruhig halten. Wir haben heute das Verband mal vorsichtig gewechselt. Sieht ganz gut aus, weil sie meinte, wenn sich's entzündet, muss er nochmal hinkommen. Das muss ja dann nochmal aufgeschnitten werden und so. Das wäre echt nicht so lustig gewesen. Ja, und er hatte auch echt die ersten zwei Tage richtig Schmerzen in der Hand. Und ja, aber jetzt geht's schon besser, ne Schatzi? Ja, Medizin hilft. Medizin hilft, genau. Und jetzt werden wir schön Mittag essen. Übrigens an alle, die aus der Schweiz kommen, Rähzünser ist super lecker. Es gibt einmal mit Zitrone und einmal das mit plus Kräuter. Und beides ist sehr, sehr lecker. Ich liebe sowas. Also jeder, der Almdudler kennt und Almdudler mag, der wird das hier auch auf jeden Fall lieben. Ist halt nicht zu süß. Auf jeden Fall eine Top-Empfehlung von mir. So, wir sind satt und platt. Ich muss jetzt erstmal Päuschen machen. Weil irgendwie, wenn ich esse, ich merke halt einfach, dass einfach kein Platz mehr in diesem Bauch ist. Ich platze eh schon, habe ich das Gefühl. Naja, so langsam darf ich die Kleine mal auf den Weg machen. Jetzt haben wir aktuell 38. Woche plus 4 oder 5 mittlerweile. Ja, und ja, nach dem Essen muss ich immer verschnaufen. Und jetzt werde ich die Beine hochlegen und werde mein Aufgebraucht-Video schneiden. Und werde jetzt meine mein Kliniktaschen-Video mal online machen. Es ist nämlich gleich 2 Uhr. Ich denke, das ist eine ganz gute Zeit. Wie gesagt, die meisten sind ja eh noch in Ferien oder haben Ferien oder wie auch immer. Ist momentan eh egal, wann, zu welcher Uhrzeit man hochlädt. Ja, auch da kann man tatsächlich als YouTuber drauf achten. Es gibt Zeiten, da wird besser reingeklickt und schlechter reingeklickt. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich brauche jetzt eine Pause und die gönne ich mir jetzt auch. Noch eine Sache. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die Robert Genesungswünsche ausgesprochen haben. Er hat sich sehr gefreut, ich habe mich sehr gefreut und total lieb, dass ihr alle gefragt habt, was ist mit Robert passiert, was ist los. Die meisten natürlich, die es so live miterlebt haben und auch Freunde, die das noch gesehen haben, die uns per WhatsApp geschrieben haben, wie auch immer. Vielen Dank an der Stelle und ja, es hat geholfen. Es sieht aus, als hätte es sich nicht entzündet. Hallo, es ist mittlerweile 5:30. Robert hat jetzt bestimmt 2,5 Stunden oder so geschlafen. Die Tabletten hauen den halt auch voll um. Und wenn er nicht sogar fast 3 Stunden geschlafen hat, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich habe in der Zeit ein Video geschnitten und hochgeladen, aufgeplant. Nee, habe ich noch überhaupt nicht. Ich habe es noch gar nicht hochgeladen. Ich habe ein Video geschnitten, YouTube geguckt, mich ausgeruht, den Rest vom Gurkensalat gegessen. Und dann war ich noch mal ein bisschen bei der Kleinen im Zimmer. Habe da noch mal ein bisschen umgeräumt, Sachen in die Schränke geräumt. Und ja, jetzt saß ich mit Robert hier auf der Couch. Ja, er liegt da jetzt gerade im Hintergrund. Da saß ich jetzt auch noch gerade. Irgendwie ist es immer voll schön, wenn man einfach ins Zimmer kommt und sich da auf die Couch setzen kann. Ja, und das so ein bisschen alles auf sich wirken lassen kann. Und wir freuen uns einfach so auf die Kleine. Ja, meine Tasche steht da noch bereit mit den Papieren und alles. Und ich pflanze mich mal eben hier hin. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen an der Wickelkommode rumgemacht und ja, denke, dass sie jetzt gut ist, wie sie ist. Wenn ihr Interesse haben solltet an einem separaten Wickelkommode-Video, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich wollte auf jeden Fall eine große Roomtour machen, das habe ich aber gesagt, erst wenn die Kleine da ist. Wie gesagt, wenn der Kinderwagen hier nicht rumsteht, das hier im Hintergrund steht dann auch nicht mehr hier. Das ist ja alles jetzt noch nicht so, wie es eigentlich sein soll. Und dann würde ich die Roomtour machen, aber jetzt dann noch die Wickelkommode groß ins Detail mit reinzunehmen, würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Deswegen lasst mich mal gerne wissen, ob ihr Lust hättet auf ein separates Wickelkommoden-Video. Dann würde ich da wirklich ins Detail reingehen. Ich kann euch aber jetzt mal eben nur oberflächlich zeigen, wie das jetzt aussieht. Ich habe nämlich die weiße Stehlampe jetzt mal direkt daneben gemacht. Weil mir aufgefallen ist, dass ich ja noch gar kein Licht habe für die Wickelkommode. Ich habe zwar ein Nachtlicht für das Beistellbett. Ich habe ein Licht dafür übers Bettchen, aber sie wird da ja noch erstmal gar nicht drin schlafen. Aber was ist, wenn ich sie nachts dann mal doch wickeln müsste? Und dann mache ich hier nicht das große Licht an. Ich meine,
Das wird eh erst mit der Zeit heller, aber wir müssen ja nicht direkt ganz wach werden. Deswegen zeige ich euch jetzt mal eben. So von Weitem. Ja, die Stehlampe habe ich jetzt dahin gemacht. Und die kann man dann wunderbar einfach hier, zack, mal eben einschalten. Und dann hat man hier ein leichtes Licht, wenn es dunkel ist. Ja, so sieht das jetzt erstmal hier aus. Ja, mehr kommt da auch nicht mehr hin. Ich habe eher ein bisschen weggenommen, was mir irgendwie zu viel war dann doch. Und ja. Achso, das wollte ich euch noch zeigen, genau. Ich habe jetzt hier dieses Fach frei gemacht. Da waren die ganzen Pflegeprodukte drin. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Platz gemacht. Das muss ja nicht unbedingt das Thermometer und alles hier so offensichtlich sein. Das staubt letztendlich nur ein und ja, braucht man ja auch nicht ständig. Und hier kommt ja dann Wasser rein. Und dann habe ich mir in der Apotheke noch pures Mandelöl geholt. Das kommt dann da ein bisschen mit rein oder auch ins Bad. Weil wir ja die Kleine ja erstmal mit Wasser ja quasi säubern wollen in der ersten Zeit. Ich habe die zwar auch Feuchttücher, jetzt sage ich mal für einen vollen Notfall oder ja, einfach da. Auch in der Wickeltasche natürlich. Manche sagen, ja, man nimmt auch Muttermilch, das reicht doch. Aber was, wenn ich halt nicht stillen kann oder eh schon wenig Milch habe, dann will ich die nicht verschwenden. Quasi nur um zu wickeln. Nur um zu wickeln, wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich sehr Gutes von purem Mandelöl gehört. Und dann kann man so ein paar Tropfen auch reingeben. Das ist auch nicht so teuer wie das Pflegeöl von Weleda. Das wäre, glaube ich, doch eine Verschwendung auf Dauer. Ja, und mir gefällt das jetzt eigentlich ganz gut. Schatzi, was sagst du? Ja. Gefällt dir auch? Ja, gefällt mir auch. Ist gemütlich, ne? Mhm. Finde ich auch. Ich finde es total gemütlich. Ich könnte mich hier stundenlang auf... Aufhalten, danke. Ich bin jetzt auch so voll, ich könnte schon wieder was essen. Ja, und das ist auf jeden Fall so mein liebster Bereich. Ja, und mit dem Licht gefällt mir auch jetzt ganz gut da. Ich habe diesen Ball, übrigens, der gehört gar nicht zu der Stehlampe dazu. Ich habe die komische Vermutung, dass es manche glauben. Das ist eigentlich ein Ball, den man aufhängen könnte. Oder als Lampe hier ganz normal hinmachen könnte. Aber das sieht nicht so schön aus. Und da oben passt der irgendwie drauf. Und das schließt farblich, die machen so einen Krach draußen, unglaublich. Und das schließt farblich eigentlich ganz gut ab und sieht halt aus wie so ein Luftballon. Vielleicht kann ich den noch verschönern irgendwie, falls einer eine Idee hat. Gerne her damit. Und ja, jetzt bin ich erstmal so oberflächlich zufrieden damit. Und ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal, wenn ihr Bock habt auf ein Wickelkommoden-Video. Ja, so weit, so gut. Und ich würde sagen, ich glaube, der Vlog ist jetzt auch lang genug geworden. Robert und ich werden jetzt gleich noch Brotzeit machen und dann treffen wir meine Cousine. Die fährt nämlich weiter nach Italien morgen und hat hier in Basel einen Zwischenstopp gemacht quasi mit ihrer Freundin. Und ja, wir haben uns das, glaube ich, genug ausgeruht und dann kann man sich auch auf ein Getränk treffen. Und das werden wir auch gleich machen und deswegen verabschiede ich mich und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!